Hallo, ich bin Petra, gelernte Damenschneiderin, Schnitt- und Entwurfsdirektrice, und heute zeige ich euch, wie man solch einen Hosenreißverschluss näht. Dieser Hosenreißverschluss heißt auch einseitig verdeckter Reißverschluss, und wir alle kennen den von Jeans und ja, eigentlich allen Hosen, die vorne in der Mitte geschlossen werden. Im Schnitt sieht das meistens so aus. Da ist also vorne, das ist die vordere Mitte, die geschwungene Mittelnaht. Und vorne ist dann da so ein Teil dran gesetzt. Dieses Teil sollte so 4 cm breit sein und man schneidet das eben rechts und links an. Wenn ihr euch eine Jeans anschaut, dann seht ihr, dass das da nicht so ist. Da ist das Teil nicht angeschnitten, sondern es ist ein extra Teil, was da verstürzt worden ist in der vorderen Mitte. Aber für uns so im normalen Gebrauch finde ich, dass diese angeschnittene Version einfacher zu handeln ist. Und ich würde das immer empfehlen, das wirklich anzuschneiden. Wie ihr seht, habe ich meine Hose schon weitestgehend zusammengenäht. Also Taschen sind drin. Seitennaht ist geschlossen, auch die Innenbeinnaht ist geschlossen und auch die geschwungene Schrittnaht ist geschlossen bis zu dem Punkt, wo eben der Reißverschluss hinein soll. Außerdem ist alles versäubert. Damit es beim Zusammennähen dieser geschwungenen Mittelnaht oder Schrittnaht keine Probleme gibt, gibt es so einen kleinen Trick. Ihr nehmt ein Hosenbein, das dreht ihr auf rechts und das andere dreht ihr auf links. Und dann stopft ihr das auf rechts gedrehte Hosenbein in das auf links gedrehte Hosenbein hinein, sodass diese Nähte übereinander liegen. Und dann kann man ganz bequem diese Schrittnaht schließen. Diese Schrittnaht ist eine sehr strapazierte Naht und deshalb empfehle ich immer, die am besten mit so einem Stretchstich zu schließen, falls die Maschine das hat. Das ist dieser Stich, der so dreimal hin und her näht, also ein Geradeausstich, der so dreifach ist. Dann ist diese Naht ein bisschen dehnbar und die wird euch nicht reißen. Das ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn man seine selbstgenähte Hose anhat, setzt sich irgendwo und man merkt so, oh, jetzt ist die Naht gerissen. Das ist vor allen Dingen dann unangenehm, wenn wir diese Naht auseinander versäubern. Das ist aber wichtig, dass die auseinander versäubert wird, zumindest in diesem vorderen Bereich, denn gleich bei der Verarbeitung dieses Reißverschlussschlitzes hier braucht man die auseinander. Also sie darf nicht irgendwie zusammenhängen und am besten eben auch mindestens bis hier zu der Innenbeinnaht. Hier im hinteren Bereich könnte man sie auch zusammen versäubern. Außerdem sollte auf jeden Fall hier dieser vordere Bereich mit Vaseline beklebt werden. Und zwar so, dass eben dieses ganze Läppchen, was da dran hängt, beklebt ist und dann noch 2 cm drüber weg. Auf beiden Seiten. Als nächstes müsst ihr euch entscheiden, wie rum eure Hose schließen soll. Eine normale Damenhose schließt eigentlich immer von rechts nach links. Bei einer Jeans ist das oft umgekehrt, die schließt von links nach rechts und zwar bei Herren und Damen gleich. Deshalb entscheidet euch, wie euch das so am besten gefällt, wie es euch am angenehmsten vorkommt. Ich werde diese Hose jetzt von rechts nach links schließen und dafür bügelt man als erstes einmal die vordere Mitte ein. Ich habe die euch hier mit einem Faden markiert, damit ihr das besser seht. Die muss auf jeden Fall für euch sichtbar irgendwie markiert sein. Also entweder ihr habt die mit Kreide eingezeichnet oder ihr habt, wie ich das hier auch habe, oben so einen kleinen Schnitt gemacht. Wisst dann so den Verlauf bis zu dieser Naht, ne? Dann kann man das ja auch so ein bisschen anpeilen und bügeln. Ja, nur damit ihr das jetzt besser erkennen könnt, habe ich euch diesen Faden reingezogen. Es nützt eben nicht so viel, wenn man hier auf der linken Seite markiert, weil da arbeiten wir nicht. Wir arbeiten jetzt hier von der rechten Seite aus. So, also wir bügeln auf dieser Seite jetzt genau die vordere Mitte ein und auf der Untertrittseite bügeln wir 1 cm neben dieser vorderen Mitte ein, ja, sodass hier so ein Untertritt von 1 cm entsteht. Das sieht also dann so aus. Von innen haben wir jetzt hier die ganzen 4 cm umgebügelt liegen und hier liegen dadurch eben nur 3 cm umgebügelt.
Hier unten legt sich das so ein bisschen übereinander. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich diese Hüftpassentaschen hier in dieser Jeans eingearbeitet. Es gibt ein Video von mir über Hüftpassentaschen, das verlinke ich euch oben rechts und unten in der Infobox. Und im Rahmen dieses Videos bin ich gefragt worden, was man denn tut, wenn man einen Taschenbeutel hat, der nicht so wie hier eben aufhört, sondern bis vorne in die Mitte geht. Wie das zum Beispiel hier bei dieser Jeans ist. Ja, da geht der Taschenbeutel bis da vorne rein. Das heißt, dann müsst ihr sehen, dass ihr hier so viel Nahtzugabe angeschnitten habt, dass die genau bis zu dieser Umbügelkante reicht. Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass das unterschiedlich ist auf der Übertritt- und Untertrittseite. Also auf der einen Seite reicht es eben bis genau zur vorderen Mitte, auf der anderen Seite muss es eben noch 1 Zentimeter weiter reichen, damit es eben nachher dann hier vorne alles mitgefasst wird. Man heftet sich das dann am besten da so innen rein und dann verarbeitet man aber einfach so weiter, wie ich das jetzt hier erkläre. Für eine Hose nimmt man am besten so einen Reißverschluss, der so ein eckiges Füßchen hier hat, weil die oben eben gut verschließen. Kann auch ein Metallreißverschluss sein. Aber bei einem Metallreißverschluss achtet bitte darauf, dass der eben wirklich da oben hält. Also wenn ihr hier so dran zieht, dass der nicht aufgeht. Denn dann habt ihr ja keinen Spaß daran, wenn da dauernd die Hose aufgeht. Mein Reißverschluss hat hier von dieser Einkerbung ab bis oben genau 1,5 Zentimeter und so viel Nahtzugabe habe ich auch bei der Hose zugegeben. Das heißt, ich kann jetzt den Reißverschluss oben ganz an den Rand anlegen und einstecken. Dann ist der Knips da genau an der Stelle, wo ich später das Bündchen einnähen möchte. Und dann lege ich den auf dieser Untertrittseite direkt so an die Kante des Stoffs unter und stecke den da mal fest. Mein Reißverschluss ist zu lang, den kürze ich später, aber jetzt stecke ich den mal fest und stecke den auch echt noch so ein bisschen weiter, als die Naht hier endet, ja? Probiert, ob ihr den wieder gut zuziehen könnt, also dass der nicht irgendwie im Stoff hängen bleibt. Und wenn das der Fall ist, dann wird der jetzt knappkantig hier festgenäht. Am besten mit einem Reißverschlussfuß, der so eingesetzt ist, dass der Fuß hier liegt. Und dann näht ihr einmal knapp dadurch und auch da ruhig ein bisschen weiter, als das Ende der Naht ist. Ich habe jetzt mal den Untergrund geändert. Ich filme jetzt mal auf Grau weiter, weil das so flimmert. Ich hoffe, das wird jetzt besser. So, ich habe hier jetzt den Reißverschluss eingenäht, knappkantig. Ja. Und dann als zweiten Schritt stecken wir den mal zu. Das heißt also markierte Linie auf markierte Linie, beziehungsweise vordere Mitte auf vordere Mitte. So, jetzt ist das also zugesteckt und dann drehen wir das Ganze auf links um, haben hier jetzt die Seite, wo der Reißverschluss schon festgenäht ist und hier ist er noch nicht festgenäht. Und jetzt geht ihr wieder unter die Nähmaschine und näht einmal mit demselben Reißverschlussfuß, der ist gleich eingesetzt, hier dieses Reißverschlussband auf die Nahtzugabe und zwar möglichst dicht an der Raupe, aber so zur Orientierung ungefähr mittig auf dem Reißverschlussband. Das ist ganz einfach, da kann nichts verrutschen, weil wir das jetzt zugesteckt haben von der anderen Seite. Also man kann einfach hier das wegklappen, wir wollen ja nur auf der Nahtzugabe festnähen, und geht ihr so unter die Maschine und näht einfach hier entlang. Das muss auch nicht besonders schön werden, das ist einfach, um das festzuhalten.
So, ihr seht, hier habe ich genäht. Das ist jetzt nur auf der Nahtzugabe festgenäht. Und ich hatte das so unter der Nähmaschine. Jetzt ist das also alles schön fest und wir können weiter überlegen. So eine jeansartige Hose ist ja meistens irgendwie ziergesteppt. Aber auch wenn es eben keine Jeans ist, muss auf jeden Fall hier vorne jetzt noch so eine Naht drauf, um diesen Beleg auch festzuhalten. Also im Moment ist der ja noch völlig lose. Wir haben nur schon mal den Reißverschluss daran gesichert. Wenn es also jetzt eine ganz schlichte Hose wäre, dann würde man wahrscheinlich einfach nur eine Naht hinunter einzeichnen und dann hier eine Rundung oder eine Schräge und dann wäre das da drauf fest. Bei einer Jeans sieht das ja meistens ein bisschen auffälliger aus. Ja, hier haben wir zum Beispiel da so Riegel drauf und doppelt gesteppt und so. Also das ist jetzt ganz eurer Fantasie überlassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich habe ja hier schon bei den Taschen so zweifarbig gesteppt, hell und grün. Und so in der Art werde ich das jetzt hier vorne auch machen. Wichtig ist aber, dass ihr auf jeden Fall diesen Beleg festhaltet. Also nicht, dass ihr da irgendwie jetzt ganz hier rüber geht und der schlackert dann da rum. Also es sollte schon nicht dichter als 2 cm, aber vielleicht so im Bereich 2,5, 3 cm. So, dass ihr einfach noch bequem hier dieses 4 cm Teil festgehalten habt. Bei dieser Ziernaht ist es also nicht unbedingt wichtig, dass ihr dann auch den Reißverschluss nochmal mit erwischt. Aber ich habe das immer ganz gerne, dass die erste Naht zumindest den Reißverschluss nochmal zusätzlich mitsichert. Und die zweite, wenn dann eine zweite kommt, die kann dann auch außerhalb des Reißverschlusses sein. Deshalb habe ich also jetzt hier die erste Linie mal bei 2 cm eingezeichnet und die werde ich jetzt absteppen. So, ich habe das jetzt mit so einem Dreifachstich auch gesteppt, damit es ein bisschen plastischer wird. Meine Naht ist hier zu und hier ist es auch wichtig, dass auf jeden Fall verriegelt wird, weil das ist eben einfach eine super beanspruchte Stelle. Ja, von rechts sieht das so aus, von der linken Seite sieht es so aus. Ja, ich habe also noch knapp mein Reißverschlussbändchen erwischt. Und jetzt ist eben auch dieses Läppchen hier fest, ne, weil ich das ja durch alle Schichten durchgenäht habe. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr von außen hier über, also wir nähen ja von hier, über die Reißverschlussraupe rüber nähen müsst. Wenn das ein Metallreißverschluss ist, dann geht das eigentlich fast nicht. Dann geht euch die Nadel kaputt. Da müsst ihr irgendwie schauen, dass ihr den Reißverschluss dann wirklich nur so kurz eingekauft habt, dass ihr da schon unterhalb dieser Raupe seid. Bei einem Kunststoffreißverschluss, wie ich den hier habe, kann man da drüber nähen, muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Hier oben, wenn man startet, kann es sein, dass man am Anfang nicht gut an diesem zugezogenen Reißverschluss vorbeikommt. Dann kann man den auch vorsichtig erstmal ein bisschen aufmachen, startet erstmal und macht ihn dann wieder zu. Oder man näht von Anfang an mit einem Reißverschlussfuß, der so eingesetzt ist, dass er also hier läuft, dann habt ihr da freie Bahn. So, jetzt könnt ihr natürlich überlegen, ob ihr da noch eine zweite Naht machen möchtet. Das werde ich jetzt gleich tun. Ich habe jetzt einfach nochmal parallel eine zweite Linie in grün gesetzt. Grundsätzlich ist der Reißverschluss jetzt schon völlig funktionsfähig. Wir alle wissen aber, dass bei einer Jeans zumindest da auf jeden Fall noch ein Untertritt drunter gesetzt ist. Nämlich dieses Teil hier. Das ist einfach dafür da, dass man den Reißverschluss nicht so auf der bloßen Haut hat. Ja, so als Schutz. Dafür schneiden wir ein Stück Stoff zu. Dieses Stück Stoff sollte auf jeden Fall, ja, ich sag mal hier noch so 2, 2,5 cm weiterreichen und muss ja auch hier noch festgenäht werden und sollte also auf dieser Seite über
den Reißverschluss hinwegreichen. Es muss aber nicht die volle Länge bis hier hinten haben. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Das ist also Geschmackssache. Ich habe das jetzt in einer fertigen Breite von 6 cm zugeschnitten, also doppelt 6 cm, das ist also 12 cm breit und ja, über den Daumen gepeilt eben so 5 cm länger als mein Reißverschluss. Das bügelt man so, dass die linke Seite innen liegt, rechts liegt außen. Und jetzt kann man entscheiden, ob man das einfach mit der Overlock einmal hier so rundherum versäubert, mit so einer Rundung drin, oder ob man die untere Kante, wie das in Jeans meistens ist, verstürzen möchte. Die ist hier unten rum verstürzt, damit es da unten eben sauber ist und dann wird nur die Seite versäubert. Ich mache das jetzt mal bei diesem Teil hier so, dass ich das verstürze. Das heißt also, ich lege das rechts auf rechts und nähe hier einmal so eine leichte Schräge rein. Dann schneide ich die Nahtzugaben kurz und drehe das wieder auf die rechte Seite zurück. So, jetzt habe ich das also einmal so leicht schräg gesteppt. Rechte Seite liegt innen. Dann drehe ich das auf die rechte Seite zurück und bügel das schön platt. Dann entsteht hier so ein etwas abgeschrägtes Teil. Dieses Teil habe ich dann hier auf der offenen Seite noch versäubert mit der Overlock oder eben mit Zickzackstich. Und dann legen wir das mal auf der Untertrittseite an, sodass eben auf der freien Seite so viel übersteht, wie wir uns das wünschen. Bei mir sollen das jetzt 3 cm werden. Von innen guckt ihr, dass ihr auf jeden Fall den Reißverschluss komplett verdeckt. Ich habe meinen jetzt schon mal gekürzt. Der war ja viel zu lang. So, dann lege ich das also so darüber, dass der also komplett verdeckt ist. Und hier vorne eben 3 cm noch herausschauen. Und so stecke ich das jetzt wieder fest. Einfach hier irgendwo auf diesem Untertritt entlang, gleichmäßig. Und dann wird nochmal in dieser Naht, die wir eben gemacht haben, um den Reißverschluss das erste Mal festzunähen, jetzt dieser extra Untertritt befestigt. Also wir nähen, versuchen so möglichst genau wieder diese Naht zu treffen und einfach nochmal da entlang zu nähen. Soweit wir hier unten kommen, also wir kommen da ja nicht bis ganz, ganz unten rein, das funktioniert nicht, sondern werden hier irgendwo stoppen müssen. So, ich habe das genau in der Naht wieder genäht. Man sieht das eigentlich kaum, dass es jetzt 2 Nähte sind. Ich versuche mal euch das aus der Nähe nochmal, ne, so, da sieht man es ein bisschen. Ich habe das so unter die Maschine gelegt und dann kommt man eben wieder mit Reißverschlussfuß dann doch so ziemlich weiter hinten rein. Und damit ist jetzt also dieser Untertritt im oberen Bereich zumindest festgenäht. Hier unten hängt ja jetzt so lose der Reißverschluss drin. Und jetzt kann man, damit der sich, dieses Ding hier sich nicht immer hochschlägt, das wäre ja total blöd, das einmal hier festhalten, umdrehen und dann nochmal auf dem Reißverschluss in irgendeiner Form festnähen. Ja? Also hier könnte man jetzt so entlang nähen. Man könnte das jetzt auch nochmal hier oben einfach drauf nähen. Wenn man das so breit hat, wie ich das habe, könnte man jetzt also hier nochmal das Ganze festnähen. So, ich habe mich jetzt entschieden, das hier unten mal mit Zickzackstich auf dem abgeschnittenen Reißverschluss zu befestigen. Dann ist der nochmal zusätzlich gesichert. Und ich habe auch nochmal das Ganze hier knapp so unter die Maschine gelegt, von hier. Und habe diese beiden Sachen nochmal aufeinander genäht, diese beiden Nahtzugaben. So, damit schlägt sich hier jetzt nichts mehr um, das ist alles fest, aber wir haben ja immer noch hier alles lose. Das kann sich immer noch umschlagen beim Anziehen und dann nervt das, ja. Dafür
machen wir jetzt nochmal den Reißverschluss zu. Stecken den auch ruhig nochmal hier oben so ein bisschen drauf. Und dann könnte man hier unten in dem Bereich das von innen aufeinander nähen. Das wäre die elegante Version, wenn wir eine Hose haben, wo sehr, sehr wenig Stepp drin vorkommt und man da also ja, alles sehr unsichtbar halten will. Das machen wir in diesem Fall jetzt aber nicht, weil das ist ja eine, da ist eh ganz viel drauf gesteppt. Dann könnte man auch von der Seite nochmal hier in diesen alten Stepplinien, die wir schon haben, einfach nochmal ein Stück weit nähen, aber eben nur so, bis die Rundung dann zu Ende ist. Das könnte man auch auf beiden machen. Dann würde das da unten eben festgehalten werden. Oder aber wir machen das so, wie das bei Jeans oft der Fall ist und setzen hier einen Riegel drauf. Ich zeige euch das hier gerade mal. Hier ist zum Beispiel sowas, ne? Da ist hier dieser Riegel dafür da, dass damit eben dieser Untertritt festgehalten wird. Ja? Also man könnte jetzt eben auch einfach hier in diesem Bereich irgendwo so quer oder auch längs auf so einer Naht so einen Riegel draufsetzen. Zum Beispiel so. Ja, der ist durchgenäht. Das Ding ist jetzt fest. Wenn ihr jetzt den Reißverschluss aufmacht, habt ihr hier schön was auf der Haut liegen. Hier unten ist es nochmal festgenäht mit dem Riegel und schlägt nicht mehr um. Also eurer Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt, ne? Also wo auch immer ihr da irgendwas riegeln wollt oder eben unsichtbar einfach nochmal festnähen wollt, kein Problem. So, damit ist der Hosenreißverschluss fertig. Wie jetzt das Bündchen oben angenäht wird, das zeige ich euch in einem extra Video. Ich verlinke euch das oben rechts und in der Infobox. Wie ihr seht, ist so ein Hosenreißverschluss gar nicht so kompliziert. Er sieht also schwieriger aus, als er ist. Probiert es einfach mal aus. Viel Spaß dabei und bleibt kreativ.